Today I feel Kaktor. Ja. Zum einen müssen wir noch einen Gewinner oder eine Gewinnerin für das Kaktor des Monats Februar auslosen. Dafür gibt es dann wieder den nicht im Handel erhältlichen Zeiglers Wunderbare Welt des Fußballs Turnbeutel mit allerhand Spökes drin. Januar war es, fällt mir gerade ein. Februar ist erst noch fällig. Jenny Lederer ist die Gewinnerin, die diesen Turnbeutel bekommt. Februar ist ja gerade erst zu Ende. Da stellen wir euch jetzt erst unsere Auswahl vor. Und da gibt es auch eine besondere Geschichte dazu. Denn wir haben schon geahnt, dass möglicherweise Fortuna Düsseldorfs Torwart Florian Kastenmeier mit seinem auch etwas skurrilen Eigentor von letzter Woche, war es letzte Woche oder vorletzte Woche? Auf jeden Fall hat er es gerade erst, letzte Woche, hat er es gerade erst gemacht. Und wir haben schon geahnt, er kommt an dieser Auswahl nicht vorbei. Und sein Trainer Daniel Thun hat schon angekündigt, was passiert, wenn er dabei ist. Ja, wenn der Arndt darauf Bock hat auf das Tor, dann kriegt er von mir auch nochmal einen Untertitel dazu. Na, schauen wir mal, ob es dabei ist. Und schauen wir mal, ob Daniel Thun das vertont hat. Hier sind unsere Kaktor-Vorschläge für den Februar. Tor 1, Jona Renner, Germania Halberstadt. Man warnt ja ab und an im Leben, Obacht, nicht, dass der Schuss nach hinten losgeht. Mit so einem Ding kannst du als Mitspieler aber auch nun wirklich nicht rechnen. Volles Rohr zischt das Ding an Keeper Zichos vorbei in die eigenen Maschen. Der Anfang vom Ende beim 0:5 im Regionalligaspiel gegen Carl Zeiss Jena. Seitdem ist diese Szene nicht nur bei uns ein echter Renner. Tor 2, Florian Kastenmeier, Fortuna Düsseldorf. Vielleicht ist es seltsam, wenn einer der besten Torhüter der zweiten Liga bei dieser Szene hinter der Linie gewesen sein soll mit dem Ball. Vielleicht ist es auch nur Physik, wie er glaubt. Vielleicht ist es auch eine ganz einsame Entscheidung des VAR. Tor 3, Mila Punsa, SV Meppen. Ein ganz starkes Finish der finnischen Mittelfeldspielerin beim Bundesligaspiel in Freiburg. Mit letzter Kraft und ohne Rücksicht auf die eigene Gesundheit schmeißt sie sich Richtung Torpfosten und Ball und buxiert diesen tatsächlich über die Linie. So kacke das Gegentor an sich schon für die Breisgauerinnen ist, es ist noch schmerzhafter, wenn man sich am Ende auch noch selbst solch einen Wirkungstreffer verpasst. Tor 4, Clemens Budde, SV Westfalia Soest. Im Testspiel gegen TuS Bremen sorgte der U19-Keeper mit seinem Tor zum 6:1 für einen besonderen Schlusspunkt. Flutlicht, Kunstrasen, leicht diesig, halt das perfekte Ambiente für Buddes Bude. Mit diesem tückischen Aufsetzer aus rund 70 Metern lässt er dem gegnerischen Torwart aber auch wirklich keine Chance. Tor 5, Marc Beckert, 1. FC Bocholt. Wie sagte Andi Brehme schon so schön, hast du Scheiße am Fuß, hast du Scheiße am Fuß. Das wird sich auch Wattenscheids Regionalliga-Keeper hier denken, nachdem ihm wohl erst ein Lorheider Maulwurf aus dem Tritt bringt und er dann offensichtlich die Größe des Balls falsch einschätzt. Da meckert Beckert nicht und sagt einfach nur Danke für dieses Kaktorgeschenk. Und die ganze Zeiglersendung, die könnt ihr in der ARD-Mediathek sehen, also ungefähr